Dortmund und Bayern haben zusammen einmal wieder für internationale Aufmerksamkeit gesorgt. Im Spitzenspiel der Bundesliga brillierten beide Teams vor allem offensiv. Und ganz zu Recht werden sowohl der BVB als natürlich auch die siegreichen Bayern für ihre Leistungen gelobt. Die Partie an sich ist etwas ganz Besonderes, denn die Ausgangslage ist einfach anders als in allen anderen Partien, die beide Teams in der Bundesliga bestreiten. Der BVB geht eher als Herausforderer ins Match. Und die Bayern wiederum sehen sich natürlich konfrontiert mit einem nahezu ebenbürtigen Gegner, den sie dieses Mal wieder in die Knie zwingen konnten. Allerdings, es war knapper als in der jüngeren Vergangenheit. Aus meiner Sicht, die Partie war derart hochklassig, dass es sich noch einmal lohnt, darüber im Detail zu sprechen. Natürlich, jene Erkenntnisse, die man vielleicht aus diesem Topspiel mitnimmt, lassen sich nicht unbedingt übertragen oder daraus lassen sich keine Schlussfolgerungen ziehen für den Rest der Saison. Weil, wie gesagt, die Konstellation ist eine ganz besondere. Der BVB wird gegen jeden anderen Gegner der Bundesliga wieder ganz anders auftreten. Trotzdem, derartige Spiele sind es natürlich, warum wir es auch lieben und warum ihr es hoffentlich auch liebt, über Fußball so detailliert und auch analytisch zu diskutieren. Aus meiner Sicht möchte ich gern mit euch drei wichtige Erkenntnisse teilen, die ich aus dieser Partie mitnehme. Die erste Erkenntnis ist die: Dortmund versuchte, einen kleinteiligen Spielaufbau zu vermeiden. Es stellte sich ja natürlich vor der Partie schon die Frage, was macht der BVB gegen das Pressing der Bayern? Denn genau damit hatte ja Dortmund zuletzt immer wieder Probleme, wenn sie gerade dann auf die Bayern getroffen sind, seitdem Hansi Flick das Ruder da übernommen hat. Denn dieses Pressing der Bayern schnürte den BVB in der eigenen Hälfte ein. Man kam nicht raus, es gab keine Entlastung und am Ende wurde Dortmund natürlich auch in Fehler gezwungen. Der BVB wusste, was ihm blühen würde, würde er eben wieder versuchen, sehr langsam, behäbig und bedacht von hinten rauszuspielen. In einzelnen Situationen war das immer noch zu sehen. Also gerade die rechte Offensivseite bzw. die rechte Seite des BVB insgesamt war immer noch anfällig. Thomas Meunier teilweise mit Stellungsfehlern und Jadon Sancho war keine große Hilfe für ihn, weil er selten anspielbar war. Also auch da hat man in Ansätzen noch gesehen, was passieren kann, wenn der BVB eben nicht schnell genug nach vorn kommt. Aber die Strategie sah so aus, dass Dortmund sehr schnell den langen Ball gewählt hat. Sehr schnell diese Anspiele gerade auch über die linke Seite versucht hat. Da stand nämlich Chiarena für die ersten 60 Minuten gegen den Rechtsverteidiger Saar, der ja jetzt Pavard erstmal ersetzen musste und vielleicht etwas anfällig wirkte. Also der BVB hat ganz klar versucht, gerade diese linke Seite zu bespielen, aber auch grundsätzlich eben mit langen Bällen die vier Angreifer in Szene zu setzen. Erling Haaland hatte einen eindeutigen Tempovorteil gegen Boateng und Alaba und dann später auch gegen Javi Martinez. Chiarena hatte vielleicht nicht mehr den Tempovorteil, aber doch den fußballerischen Vorteil gegen Saar. Reus war viel präsenter als in den Partien zuvor. Und Sancho, er fiel etwas ab, aber auch er war zumindest hier und da bei Angriffen dann im letzten Drittel sichtbar und war auch daran beteiligt. Also der BVB hat ganz klar versucht, wir müssen direkter spielen und dann können wir frühe Ballverluste auch vermeiden und gleichzeitig aber auch die Abwehr der Bayern in die Bredouille bringen. Denn es ging ja nicht nur darum, die frühen Abspielfehler zu vermeiden und dadurch eben dann auch den Ball nicht leichtfertig den Ball zu geben in einer aussichtsreichen Position. Das allein reicht natürlich in so einer Partie nicht. Das machen andere Mannschaften, die nur versuchen, irgendwie die Null zu halten gegen die Bayern. Dortmund hat natürlich auch darauf geschaut, wie schaffen wir es in der Offensive, etwas zu zeigen. Interessanterweise, was die Grundordnung des BVB betraf. Die Dortmunder waren auf dem Papier im 4-2-3-1, ganz klassisch. Allerdings, wenn man sich mal die Grundordnung genau anschaut, war es für zumindest die ersten 30, 35 Minuten doch ein relativ eindeutiges 4-2-4. Reus stand höher und Witzel und Delaney, die beiden Sechser, sind selten frühzeitig aufgerückt. Das war bei einigen Angriffen sehr deutlich sichtbar. Das heißt, die vier Angreifer sind vorn gewesen schon, haben versucht, sich durchzukombinieren, teilweise im 1 gegen 1, also 4 gegen 4 dann. Manuel Neuer war zum Teil mit involviert, der hat ja auch immer wieder mal solche Angriffe selbst
abgefangen und abgewehrt, weil er sehr schlau war im Rauslaufen, wie Manuel Neuer beim Rauslaufen auch oftmals agiert. Aber wenn die vier Dortmunder Angreifer vorn waren, dann waren Witzel und Delaney, die beiden Sechser, lange noch nicht da. Also es dauerte eine Weile. Natürlich in solchen Angriffen kommt einem das dann vor wie eine Ewigkeit, weil eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden, das dauert ja ewig, gefühlt, bis dann endlich auch Witzel und Delaney im Rückraum auftauchten. Im Verlauf der Partie wurde gerade Witzel dann etwas aktiver und auch agiler, was die Offensive betraf. In der zweiten Halbzeit dann ja auch Jude Bellingham, der für Delaney kam. Delaney war gelb vorbelastet, es war also folgerichtig, dass auch er runter musste, weil er den etwas zerstörerischen Part gespielt hat in dieser Doppel-6. Bellingham ist ja dann mehr der Box-to-Box-Player, der dann auch wirklich dann mehr diese Verbindung zwischen Abwehr und Angriff schaffen kann. Das hat er dann auch getan, auch viel präsenter, natürlich auch sehr lauffreudig, weil er dann nur 30 Minuten spielen musste und sich die Kräfte nicht einteilen musste. Aber insgesamt war es trotzdem so, dass die Dortmunder relativ stark geteilt waren. Also 4-2 weiter hinten und dann vier Angreifer weiter vorn. Natürlich mit diesen schnellen Bällen, die lang gespielt wurden, gab es auch weniger Möglichkeiten, dass die einzelnen Mannschaftsteile miteinander verknüpft werden konnten. Okay, das war aber natürlich auch so gewollt und war nicht rein zufällig so. Viel wird darüber gesprochen, dass gerade Erling Haaland die eine oder andere Torschance liegen lassen hat. Er selbst hat sich ja dafür kritisiert, dass er also quasi diese Chancen nicht nutzen konnte. Auf der anderen Seite wurde aber wieder einmal deutlich, und das ist nicht das erste Spiel in dieser Saison, dass Haaland eine absolute Waffe ist, wenn es um Steilpässe geht. Weil er diese Tempovorteile hat, selbst gegen starke Innenverteidiger wie Alaba und Boateng. Und weil er auch meist im richtigen Moment startet. Also er steht selten im Abseits. Er weiß ganz genau, wann er loslaufen muss, um in den Rücken der Verteidiger zu kommen. Auch das ist natürlich eine Qualität. Manchmal wirkt es so, als würde Erling Haaland fast ja, durch Geisterhand durch die gegnerische Abwehr hindurchflutschen. Das ist natürlich nicht so. Das ist ganz bewusst so. Und er hat auch schon mit 20 diese Spielintelligenz. Der BVB kann das natürlich nutzen. Ich meine, da ist ja nichts Verwerfliches, gerade die Qualitäten eines derartigen oder eines kommenden Weltklasse-Stürmers zu nutzen. Reus hat auch in dieser Partie mit Haaland mithalten können. Das heißt, also, er war ebenso präsent. Etwas natürlich zurückgezogen, leicht hinter Haaland, aber insgesamt auch dann präsent, wenn es darum ging, die zweiten Bälle einzusammeln und natürlich auch ins Passspiel zu gehen mit Reyna, mit Sancho und auch mit Haaland. Also insgesamt, diese strategische Ausrichtung des BVB war vielleicht etwas überraschend, weil ich hatte gedacht, man würde es eher versuchen, eben mit kurzem Passspiel, aber mit schnellerem Kurzpassspiel. Und dann eben versuchen, das Pressing der Bayern nach und nach auseinanderzunehmen und vielleicht auch die Bayern dazu zu zwingen, etwas tiefer zu stehen. Aber Favre entschied sich dafür, nein, wir greifen auf lange Bälle zu und dann versuchen wir damit, die Bayern auch etwas dazu zu bringen, nicht mehr so hoch zu pressen. Und gleichzeitig, wenn sie es aber tun, dann immer wieder schnell zu erwischen mit langen Bällen hinter die Abwehr beziehungsweise mit langen Bällen in den Zwischenlinienraum hinein. Und das klappte ja auch einige Male sehr gut. Also natürlich war der BVB war weitem nicht so dominant wie die Bayern, was den Ballbesitz betraf. Aber man hat sich gar nicht erst auf dieses Duell eingelassen, auf diesen Streit um den Ballbesitz. Ich hatte erwartet, es wird ein Streit um Ballbesitz. Und wer mehr Ballbesitz hat, gewinnt am Ende. Aber die Ballbesitzkomponente war zumindest zeitweilig eine nebensächliche. Und das war eine sehr interessante Erkenntnis zu dieser Partie. Das bringt mich auch zur zweiten Erkenntnis, die ja lautet, auch Bayern spielte direkter als sonst. Denn wir sollen uns nichts vormachen. Also es war nicht so, dass die Bayern ihr ganz klassisches Ballbesitzspiel durchzogen. Natürlich ließen sie den Ball etwas langsamer, auch etwas systematischer durch die eigenen Reihen zirkulieren. Das ist einfach das Spiel der Bayern. Das ändern sie auch gegen den BVB nicht, obwohl der BVB, was das eigene Pressing betrifft, ja schon qualitativ näher bei den Bayern ist als viele, viele andere Mannschaften in der Bundesliga, auch noch in Gesamteuropa. Trotzdem, auch die Bayern spielten etwas direkter, was man auch dann im Nachgang sehen konnte, wenn man sich zum Beispiel die Passing Map anschaut, also die Passverbindung zwischen den eigenen Spielern der Bayern. Da sieht man nochmal ganz deutlich, dass eben doch mehr über die Flügel gespielt wurde. Und das schlug sich auch dann konkret dann im Spiel nieder, dass es eben etwas direkter nach vorn ging. Dass also die Sechser nicht so viele Ballkontakte hatten wie sonst. Und eben auch nicht so viel durch die Mitte zirkuliert wurde wie sonst. Sicherlich die Verletzung von Joshua Kimmich dann in der ersten Halbzeit spielte auch eine gewisse Rolle.
Denn dann kam Tolisso aufs Feld, der nicht diesen Kimmich-Part übernehmen kann. Und auch Goretzka kann diesen Kimmich-Part nicht spielen. Das heißt, man musste auch leichte Änderungen davor nehmen und das Spiel etwas anders ausrichten. Aber das Spiel war auch schon vor der Verletzung Kimmichs anders ausgerichtet. Eine interessante Komponente, die mir auffiel, war, dass die Bayern sehr stark versucht haben, die beiden Flügelstürmer, Gnabry und Coman, vor denen natürlich der BVB zu Recht viel Respekt hatte, diese etwas mehr in die Mitte zu ziehen. Also das sah ungefähr so aus. Gnabry und Coman starteten natürlich außen in dieser Grundposition, wenn Bayern weit aufgerückt war. Also wenn Bayern auch den eigenen Ballbesitz absichern konnte. Aber sie gingen dann stärker ins Zentrum und zogen in diesem Zusammenhang mindestens den jeweiligen Außenverteidiger, also Meunier oder Guerrero mit, zum Teil sogar noch die Aufmerksamkeit des jeweiligen offensiveren Außenspielers Dortmunds. Das heißt, die beiden banden Minimum einen Gegenspieler, zogen den mit ins Zentrum und öffneten dadurch die Außenbahn. Das ist jetzt an sich nichts Weltbewegendes, das passiert häufig, also dieses klassische Hinterlaufen der Außenverteidiger und wie das vorbereitet wird, das ist nichts Bahnbrechendes. Aber in dem Fall war es trotzdem so, dass die Bayern relativ viel Raum schufen für ihre Außenverteidiger, für die Vorstöße von Saar und auch natürlich von Lucas Hernandez und zum Teil sogar von David Alaba, der sich halb links dann nach vorn bewegte, wenn die Bayern sich einmal in der Hälfte der Dortmunder festsetzten. Aber das war so einer der kleinen Kniffe, die Hansi Flick auch für diese Partie aus meiner Sicht ausgewählt hatte, weil er natürlich wusste, der Respekt ist groß vor Coman und gerade auch vor Serge Gnabry. Und ich kann genau das ausnutzen. Ich kann auch natürlich für mich nutzen, dass die Dortmunder zuletzt jetzt und auch in dieser Partie mit Viererkette spielen, eben nicht mit einer Fünferkette bzw. Dreierkette, wo also die Kompaktheit im Zentrum größer ist. Und in so einem System können sich dann eben auch die Außenverteidiger, Flügelverteidiger etwas stärker auf die zweite Welle konzentrieren. Das war eben hier nicht so der Fall. Die zweite Welle der Bayern blieb meistens außen zumindest unbeantwortet und der BVB musste sich darauf beschränken, dann im Zentrum zu verteidigen. Natürlich in diesem Zusammenhang auch die Rolle Robert Lewandowski, ist unbestritten. Im 1 gegen 1 im Strafraum wahrscheinlich der beste Stürmer der Welt. Und auch ganz grundsätzlich ist er eine Waffe in diesen 1 gegen 1 Situationen. Egal ob nun gegen Akanji, gegen Hummels oder auch mal gegen einen Sechser, gegen einen Außenverteidiger, das spielt an sich keine Rolle. Lewandowski hat immer wieder die Möglichkeit, sich durchzusetzen. Hat er auch gezeigt beim 2:1 zum Beispiel im Kopfballduell mit Mats Hummels. Unter anderem. Also das war nur eine Szene, es gab auch ganz andere. Also Lewandowski ist immer diese Geheimwaffe fast schon. Wobei, geheim ist er natürlich nicht. Was der BVB an Erling Haaland hat, in Bezug auf diese Steilpässe und auf diese Läufe in die Tiefe, haben die Bayern mit Bezug auf Lewandowski und sein Agieren dann auch im letzten Drittel und auch seine Stärke sowohl mit dem Rücken zum Tor, als auch natürlich in Laufduellen, als auch natürlich dann Kopfballduellen, also eigentlich in jeder Facette des Offensivspiels. Das bringt mich jetzt zur letzten Erkenntnis dieser Partie. In der zweiten Halbzeit änderten beide Teams ihre taktische Ausrichtung. Nicht unbedingt fundamental, aber doch in Nuancen änderten beide Trainer ein wenig die Ausrichtung. Ich hatte es schon erwähnt, der BVB versuchte dann, gerade natürlich auch aufgrund des Rückstands, das 2:1 fiel in der 48. Minute, also bis dann zur 80. bis zum 3:1 der Bayern, da ging ja eine lange Zeit und in dieser Phase versuchte dann natürlich Dortmund wieder zurück ins Spiel zu kommen, den Ausgleich zu erzielen. Und die Einwechslung Jude Bellinghams war dafür mitentscheidend. Das heißt also, im Mittelfeld gab es eine stärkere Verbindung zwischen Abwehr und Angriff. Bellingham war dieses verbindende Element, auch Axel Witsel schaltete sich zunehmend da ein, versuchte auch mit viel Laufleistung auch natürlich die Verbindung mit herzustellen. Gleichzeitig Rafael Guerrero, auch er war dann stärker als Spielmacher über die linke Seite angebunden. Das heißt also, es ging nicht mehr ganz so direkt nach vorn, sondern dann war es gerade eben auch die linke Dortmunder Seite, die versuchen sollte, etwas spielmachender zu sein, also etwas mehr das Spiel anzukurbeln mit halblangen Pässen,
mit Diagonalpässen ins Zentrum hinein. Guerrero war da so das Hauptelement. Julian Brandt kam ja auch später, der nicht unbedingt dieser Flügelstürmer ist. Ja, also er ist kein 1-zu-1-Ersatz für einen Jadon Sancho oder auch einen Gio Reyna, sondern er ist ja doch eher mehr so ein verkappter Zehner, der eben links spielen muss, mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass die Flügelposition wirklich noch die optimale ist für Julian Brandt, aber er musste in dieser Partie wieder links spielen. Aber auch da wirklich mehr als eine Art verkappter Spielmacher, wobei wirklich die Hauptlast dann eher Guerrero trug, was auch fast logisch war, weil Guerrero in Topform ist und auch viel dieser Pässe spielen kann. Und natürlich auch die Bayern dann nicht immer so intensiv pressen konnten, sondern auch sich immer mal ein bisschen zurückziehen mussten dann, weil natürlich dieser Laufaufwand, den auch die Bayern betreiben mussten, den mussten sie auch Tribut zollen dann an diesem Punkt. Und da hatte Guerrero dann auch immer mal Freiraum, den konnte er nutzen für Diagonalpässe dann in diese Zwischenlinienräume hinein oder auch für halblange Pässe hinter die Linie auf Erling Haaland. Zum anderen, die Bayern, auch sie änderten ihre Ausrichtung ein wenig. Gerade eben, weil man auch nicht mehr ganz so diese hohe Intensität einfach aufrechterhalten konnte, sondern natürlich auch etwas mehr ins Energiemanagement gehen musste. Gleichzeitig war es so, dass die Bayern versucht haben, dann wieder direkt zu spielen, aber eben frühzeitiger auch ihre Außenstürmer auf den Flügeln einzubinden. Das heißt also, anders als vielleicht in der ersten Halbzeit, als man versucht hat, stärker diese Vorstöße der Außenverteidiger vorzubereiten, war es nun ein etwas direkteres Spiel der Bayern. Was natürlich auch damit zusammenhing, dass die Bayern sich nicht immer in der Hälfte der Dortmunder festsetzen konnten und auch nicht mehr unbedingt festsetzen wollten. Sie wollten ihren eigenen Ballbesitz, die eigenen Vorstöße stärker absichern, also die eigene Viererkette etwas zurückgezogener positionieren, damit eben bei Ballverlusten diese Absicherung besteht. Heißt, es ging doch stärker dann über Coman und Gnabry, später dann auch über Leroy Sané, auch teilweise über Thomas Müller, der sich häufiger mal auf die linke Seite fallen ließ. Über die ging es dann stärker über die Außenbahnen, über 1 gegen 1 Situationen mit dem Ball dann. Also nicht mehr darum, gegen die Außenverteidiger im Positionsspiel vorzugehen und sie mit ins Zentrum zu ziehen und quasi die Außenbahnen zu öffnen, sondern dann wirklich stärker diese 1 gegen 1 Situationen zu suchen. Das gelang hier und da. Gerade auch die Einwechslung von Leroy Sané war dann fast nur folgerichtig. Erstens, weil er ein Top-Spieler ist, der sollte auch ein bisschen Zeit bekommen in so einem Spiel. Und gleichzeitig natürlich auch, weil dann die Abwehr der Dortmunder schon etwas müde gespielt wurde. Dann war Sané da und konnte ja auch davon profitieren. Also insgesamt auch da, die Bayern haben schon auch versucht, darauf zu reagieren, auch natürlich auf die eigene Situation mit schwindenden Kräften, aber auch darauf, etwas stärker abzusichern, weil auch für die Bayern ging es am Ende darum, dieses Ergebnis über die Zeit zu bringen. Es ging ja nicht darum, die Rosen aus dem Stadion zu schießen. Und da ist der Respekt vor dem BVB zu groß. Und das bringt mich zum Eingangsstatement. Es war am Ende, trotz des erneuten Siegs für die Bayern, ein Duell auf Augenhöhe. Und das ist so faszinierend daran. Und das ist natürlich auch gut für die Bundesliga, denn es ist Werbung, dass es zumindest eine Mannschaft gibt in dieser Liga, die mit den Bayern mithalten kann, die wirklich den Kampf auch liefern können und natürlich die auch zeigen, dass vielleicht in der Zukunft es eventuell vielleicht irgendwann einmal für den BVB reichen könnte. Denn diese junge Mannschaft hat schon viel Potenzial gezeigt in diesem Topspiel und könnte das natürlich beim Rückspiel dann auch noch einmal unter Beweis stellen. Also wie gesagt, die Spannung ist da und es gibt derart viele kleine Elemente, die gerade bei diesem Duell Bayern gegen Dortmund, Dortmund gegen Bayern so eine Rolle spielen, das einfach faszinierend ist und es muss eigentlich für jeden, der Fußball liebt, faszinierend sein, sich solche Spiele anzuschauen. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Schreibt gerne eure Meinung zum Topspieler Bundesliga in den Kommentarbereich. Und natürlich, sollte euch dieses Video gefallen haben, dann liked es. Und sollten euch grundsätzlich solche Videos zusagen und ihr wollt mehr davon haben und immer up to date sein, dann abonniert meinen Kanal.